Hallo Menschen, heute möchte ich euch meine Lieblingsbücher aus dem Jahr 2015 vorstellen. Das heißt, sie müssen nicht unbedingt in dem Jahr geschrieben worden sein, sondern ich las sie eben erst 2015. Ich konnte es nicht ganz auf 10 beschränken, auch nicht so ganz auf 15, was ja auch noch gepasst hätte. Und weil es so viele sind, habe ich mir gedacht, dass ich diejenigen, die ich schon mal in meinem 10 empfehlenswerte Autoren, die ich 2015 zum ersten Mal las, Video erwähnte, jetzt nur noch mal kurz in die Kamera halte und nichts dazu sage. Ich habe zu vielen auch Einzelrezensionen gedreht, die werde ich euch diesmal nur unten verlinken, da man in den Infokarten, glaube ich, immer nur 5 pro Video machen kann oder so. Und nur weil ich zu denen jetzt nichts mehr sage, möchte ich sie euch aber genauso ans Herz legen. Ich denke, ihr wisst das. Ich habe euch mit denen wahrscheinlich auch schon relativ oft genervt und ich zeige sie euch jetzt einfach nur nochmal. Mit der Ausnahme, das eine, was ich in dem Video nämlich vergaß einzublenden, das war von Lydia daher und auch nun gegenüber dem Ganzen dies, ein ganz, ganz großartiger Lyrikband, den ich leider nicht mehr zu Hause habe. Den möchte ich euch nochmal besonders nahelegen. Und dann geht's los mit Der Schwimmer von Xuxa Bank, The Grace Keepers von Kirsty Logan, Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, The Remains of the Day von Kazuo Ishiguro, Menschenkind von Toni Morrison und Nimona von Noël Stevenson. Wie gesagt, wer mir schon länger folgt, wird die schon tausendmal in der Kamera gesehen haben. Und dann brauche ich vielleicht nicht nochmal was dazu zu sagen. Die nächste Kategorie lautet sowas wie großartige erste Bände, deren restliche Serien dann vielleicht doch nicht ganz so gut waren, beziehungsweise bei manchen bin ich halt noch nicht am Ende, aber die ersten fand ich fantastisch. Die habe ich auch jedem empfohlen, ob er es hören wollte oder nicht. Und dann war ich mir dann doch nicht mehr ganz so sicher. Und zwar gehören dazu Instant Justice von Anne Leckie. Das ist empfehlenswert für alle, die mal innovative Science Fiction wollen. Nicht nur mit menschlichen Charakteren und vor allem so feministischen Untertönen, ganz, ganz toll. Außerdem Oryx und Craig von Margaret Atwood. Das ist eine Postapokalypse, die aber so zu gleichen Teilen die Zeit vor diesem Ereignis und nach dem Ereignis behandelt und vor allem deswegen gruselig ist, weil sie nicht sehr weit weg von uns ist. Es geht viel um Wissenschaftler mit einem Gottkomplex, sage ich mal. Und das auf eine so mitreißende und realistische Art und Weise, dass ich grundsätzlich den ersten Band wirklich jedem empfehlen würde, auch wenn ich die anderen dann so okay fand. Und zu guter Letzt hätten wir in der Kategorie noch Annihilation von Jeff Vandermeer. Im ersten Band dachte ich eben noch, es könnte so richtige gute Science-Fiction werden und muss dann am Ende sagen, dass ich es eher im Bereich Mystery anordnen würde, weil es einfach nur viel Großes, oh, was ist das nur, ist, ohne dass wir wirkliche Antworten bekommen. Da fehlt mir dann halt so ein bisschen die Science für Science-Fiction. Aber es war so eine bedrückende, mitreißende Stimmung hier. Also, das war wirklich eines der wenigen Bücher, bei denen ich mir frage, wie geht's denn weiter? Was machen die? Oh je, oh je, oh je. Also sonst lese ich ja eher vielleicht so charakterbezogene Bücher, aber das hatte auf jeden Fall auch was, wenn man zwischendurch mal was richtig Spannendes lesen möchte. Ja, dann kommen wir auch schon zu den restlichen Büchern, die ich euch empfehlen möchte. Eines seht ihr hier schon groß. Es ist Ein Frühling in Chernobyl, was ich erst diesen Dezember las. Ganz, ganz großartige Bilder. In meinem Monatsrückblick zeige ich auch einiges aus dem Comic. Es ist fantastisch von den Zeichnungen her und auch inhaltlich sehr, sehr interessant. Ein weiteres, was ich euch ans Herz legen möchte, ist Die Straße von Cormac McCarthy. Das ist ein so düsteres, trostloses Buch und er vermag es großartig, diese Hoffnungslosigkeit auf Papier zu übertragen. Also ich fühlte mich, als würde ich mit den beiden durch diese trostlose Landschaft ziehen. Es war fantastisch. Also für alle, die nicht immer nur was Positives lesen wollen, ist das wirklich empfehlenswert. Es hat mich mitgerissen, es war toll. Vielleicht nur das Ende so ein bisschen fragwürdig. Ja, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Eine wirklich, wirklich gute Postapokalypse. Dann möchte ich euch noch einen weiteren Lyrikband empfehlen, nämlich die sämtlichen Gedichte von Hilde Dumin. Gibt es in dieser schönen kleinen Fischer-Taschenbibliotheks-Ausgabe. Es gibt auch hierzu ein Video, in dem ich mehreres aus diesem Band zitiere. Ich fand es so toll, wie sie teilweise alltägliches, teilweise so große Themen, also immer noch so diese Kriegsverarbeitung, nebeneinander behandelt. Wie sie versucht zu erinnern und auch in anderen die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Die Sprache ist toll, es ist selten dieses ganz klassische Reimschema oder Metrum, sondern ein freier Vers, fließende Texte, gefällt mir sehr, sehr gut. Ganz am Anfang des Jahres, noch bevor ich Booktube startete, las ich noch 1913 von Florian Illies, falls man ihn so ausspricht. Und das gefiel mir so gut. Ich musste auch sehr viel schmunzeln in diesem Buch. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, dass ich nicht so genau weiß, wie viele Freiheiten er sich da vielleicht genommen hat und wo er sehr literarisch aktiv wurde. Denn das ist so mitreißend geschrieben. Falls ihr das nicht wisst, also pro Monat in diesem Jahr erfahren wir über ganz viele verschiedene Menschen etwas. Sigmund Freud, Kafka ist dabei und wie sie halt dieses Jahr vor dem Ersten Weltkrieg erlebten, ob sie vielleicht schon Dinge bemerkten oder komplett ignorierten. Und das wird so mitreißend geschrieben, auf eine amüsante Weise, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Das gefiel mir so gut, in verschiedene Leben einzutauchen. Ich denke, das ist auch eine Form, für die
in der Biografien für mich funktionieren können, wenn man sich vielleicht doch nicht nur auf einen konzentriert, sondern sich eher so thematisch oder zeitlich mit mehreren beschäftigt, gefällt mir sehr, sehr gut und kann ich nur empfehlen. So, und dann haben wir nur noch zwei für uns. Das erste davon wäre Der Russe ist einer der Birkenlieb von Olga Krasnova. Ein Buch, was mich auch beeindruckt hat durch seine lakonische Art, die aber trotzdem viel Gefühl so dahinter hat. Also diese Leute sind nicht gelangweilt von der Welt, sind junge Menschen, die schon noch Hoffnungen haben, aber auch nicht verträumt sind. Und ich mochte es so sehr, wie sie ohne Klischees Menschen mit Migrationshintergrund beschreibt. Das war großartig, das war ehrlich, direkt, gefiel mir so, so gut. Und der einzige Grund, warum sie zum Beispiel nicht in meinem Autoren, von denen ich noch mehr lesen möchte, Video mit dabei ist, dass ich von ihrem nächsten Roman einfach nicht so Gutes gehört habe. Aber ich denke, irgendwann kommt sie schon mal drin, denn das hier hat mich absolut überzeugt. Und dann hätten wir zum Schluss nochmal etwas absolut Mitreißendes, nämlich Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Ich bin ja gar kein so großer Fan seiner Romane, aber diese Blog-Einträge bzw. Tagebucheinträge, die waren teilweise furchtbar. Dann zwischendrin auch wieder schön und toll und volle Hoffnung und dann kam wieder die Enttäuschung und die Trauer und es war toll, das zu lesen, toll in dieses fremde Leben einzutauchen. Teilweise wirklich keine erhebende Lektüre, sondern eher runterziehend, aber es lohnt sich. Es war wirklich gut, es war so nah, so eindringlich meiner Meinung nach. Kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr das verkraftet. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, auch so mit der Krankheit im Hintergrund. Manche lesen da nicht so gerne davon, aber wie er uns so in seine Gedankenwelt mitnimmt, fantastisch. Also hier gibt es nur einen Monatsrückblick, in dem ich einiges daraus zitiere, weil mich das wirklich noch eine ganze Weile beschäftigt hat. Kann ich euch ans Herz legen. Und ich denke, das war's. Es war ehrlich gesagt schon schwierig, das auf diese Menge runterzubrechen. Ich habe viele gute Bücher gelesen, hatte zwar auch einige Enttäuschungen und überlege aktuell noch, ob ich da vielleicht auch mal ein Video drüber mache. Es war im Großen und Ganzen ein gutes Lesejahr mit vielen Höhepunkten und alles in diesem Video möchte ich prinzipiell der ganzen Menschheit empfehlen. Ich meine, ich weiß, dass die Geschmäcker immer verschieden sind, aber mir gingen die alle sehr nahe. Die waren super, die waren großartig und ich freue mich auf ähnliche Lektüre im Jahr 2016. Danke ich euch fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr mir etwas schreiben zu den Büchern. Teilweise habe ich es ja sogar mit euch gemeinsam gelesen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.